Okay, Endboss-Time und das heißt ohne Verzögerung Rock'n'Roll! Yeah! Okay. Der Mann heißt Gemini Man, weil er einen bösen Zwilling hat, den wir aber schon ausgeschaltet haben. Ja, eigentlich ist der relativ leicht, wenn man sich nicht gerade so anstellt wie ich. Aber egal, wir haben ihn zerstört. Und kriegen seine Waffe, die ich allerdings auch nicht so pralle finde. Und zwar schießt der gute Typ einen Laserstrahl ab, der zwar die schöne Eigenschaft hat, von den Wänden abzuprallen, wo man so quasi Querschläger schießen kann. Allerdings... was wollte ich jetzt sagen? Ja, kann man immer nur einen Laserstrahl gleichzeitig abfeuern. Das heißt, solange der an den Wänden abprallt und nicht aus dem Bild verschwindet, was er aber nach einer gewissen Zeit tut, kann man keinen weiteren Schuss abfeuern und ist so ziemlich verteidigungslos. Ah ja, nächste Stage ist Needleman. Nur mal nebenbei gesagt. Nachdem ich vor einiger Zeit schon mal einen Energietank verschleudert habe wegen der Gemini Man Level Affäre, wer genau wissen möchte, was sich dahinter verbirgt, der schaue bitte sich nicht das letzte Video an. Denn das ist nicht zum Lachen. Das ist purer Ernst. Das ist pure Scheiße, die da passiert ist. Aber egal, wir stellen uns Needleman und, ja, solange wir ihn so direkt treffen, ist dieser Kampf eigentlich relativ schmerzlos. Ja, und das war's auch schon. Und, ja, Sparkman sollten wir in der restlichen Zeit eigentlich auch noch besiegen können. Das heißt dann, dass wir schon alle Gegner besiegt haben. Menschens Kinder. Könnt ihr euch das vorstellen? 8 Roboter besiegt in nur 4 Videos. Wobei ich ja sagen muss, ich habe nicht jedes Mal die vollen 10 Minuten ausgeschöpft. Der erste Teil ging, glaube ich, noch nicht mal 7 Minuten. Aber ist mir auch jetzt egal. Das ist kein Speedrun und alle, die sagen, ich spiele zu lahm, die sollen es halt. Auch nicht so viel Energie gekostet. Und selbst wenn...
Ja, und da sind wir schon am Ziel und Needlemans Waffe sollte uns eigentlich hier ganz gute Dienste erlassen. Obwohl ich glaube, die Shadowblade mag er auch nicht so gerne. Schon gesagt, dass Needlemans Waffe eigentlich ganz ordentlich ist. Man hat nämlich Dauerfeuer mit ihr, also man braucht nur die Taste gedrückt halten. Sie schluckt recht wenig Munitionsenergie und ist auch nicht ohne unbedingt. So, damit habe ich mein Versprechen wahrgemacht. Wir haben Sparkman besiegt. Wir haben alle 8 Roboter besiegt und eigentlich ist es doch jetzt Zeit für Dr. Riley's Castle. Ja, die Betonung liegt auf dem Wort eigentlich, denn, wie ihr seht, passiert etwas Komisches. Wir müssen gegen 4 nochmal antreten, allerdings sind auf den Bildern nicht die besagten Roboter zu sehen. Und wenn wir sie auswählen, erscheint ein Fragezeichen. Heißt es etwa, wir müssen durch die gleichen Level nochmal gehen? Nein! Denn diese Level sind um einiges schwieriger. Ja, es ist sozusagen jetzt das Shadowman Master Quest mit unbekanntem Boss. Lecker. Ja, greift viele Gameplay-Ideen von Shadowman wieder auf, aber würzt sie sozusagen noch mit ein wenig mehr Härte. Und deshalb fliege ich jetzt einfach mal wieder eine Runde auf meinem Jet. Und weil ich so nett bin, lade ich ihn auch gleich mal wieder auf. Denn hier kommt er gleich nochmal zum Einsatz. Ja. Ja. Und wir müssen auch. Ja. Da sehen wir das Tor zu diesem unbekannten Endgegner. Und dieser unbekannte Endgegner wird in diesem Video auch weiterhin unbekannt bleiben, denn wer uns hier wartet, erfahrt ihr in der nächsten Folge.